Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zur Folge 9 Prominent getrennt. Letzte Folge war mit Abstand die spannendste, mit Abstand die unterhaltsamste auch, würde ich fast mal sagen. Ich hoffe, es geht genau so weiter, liebe Freunde. Mark Robin und seine Ex, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, sind rausgeflogen, wurden rausgewählt, sind stinkesauer. Und jetzt haben wir die Situation, sie wurden gerade rausgewählt, sie müssen jetzt ihre Sachen packen und sich verpissen. Und ich habe schon beim letzten Video gesagt, ich calle, dass die niemandem Tschüss sagen, dass sie so voll sauer sein werden. Let's see. Liebe Freunde, legt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken. Und Shoutouts gehen raus an RTL Plus, dass ich auf die Sachen hier reagieren darf. Ich habe mit RTL Plus... so ein Deal, dass ich die Sachen lizenzfrei bekomme. Ich kann euch Ausschnitte davon zeigen und dadurch mache ich auch ein bisschen Werbung für sie. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr die ganzen Folgen gucken wollt, dann checkt den Link in der Videobeschreibung, wo ihr zu RTL Plus kommt. Dort könnt ihr die kompletten Folgen angucken. Dort könnt ihr Temptation Island, Idol One, Love Island, alles Mögliche schauen, was euer Herz begehrt. Deshalb, ja, checkt das gerne ab. Link ist in der Bio. Und wir schnackeln, fackeln nicht lange wie ein heißen Brei. Ich bin richtig heiß wie Frittenfett, Digga. Heiß wie Frittenfett. Wir gehen rein in das Ding. Let's go. Da sind sie rausgeflogen. Mark Robin. Morgenstündchen in Südafrika. Ach, die durften noch mal einmal eine Nacht da pennen? Ich dachte, die sind rausgeflogen. Michelle. Komm, wir müssen aufstehen. Oh, Michelle ist sauer. Der Frühcheckout der unlängst Aussortierten duldet keinen Aufschub. Das Gesicht entschlackt, die Sachen verpackt, hauen Mann und Frau in Sack. Ich weiß zu 100%, ich kann mit ihm keine Beziehung mehr führen, weil ich einfach weiß, dass ich mit manchen Zügen von ihm einfach nicht klarkomme. Solange auch keiner für den anderen Gefühle hat, ist ja alles super. Ja. So, man muss ja auch nicht zusammen sein. Ja. Oh Mann. Ja, im Endeffekt, ihr geht raus und seid stolz, was ihr gemacht habt und alles. Fabio ist voll süß. Der ist voll süß. Die ein Problem haben werden. Aber ein Jakob jetzt hat ein bisschen zu kämpfen, ja? Eine sicherlich nicht ganz falsche Einschätzung. So haben sich die Zimmernachbarn nach dem Nominierungsschlagabtausch mehr als eine Bettlänge voneinander entfernt. Die haben sich alle vier gestern so hochgeschaukelt. Ja, eben. Da war einer nicht besser als der andere. Die sagen doch Tschüss. Ach, die sagen den Bösen nicht Tschüss, ne? Hm. Tschüssikowski. Ciao, Iraker. Ciao. Ciao. Du wirst mich vermissen. Klar. Doch, klar. Meinst du, heute ist hier nochmal Safety Challenge und dann. Kann auch sein, ja. Klingt voll fies, aber kann bitte irgendwas mit Höhe oder Angst kommen? Wasser? Mit Höhe oder Angst, danke. Mit Höhe oder Wasser? Danke. Freundin. Du hast Höhe und Angst? Und Wasser. Beides. Bitte, lass es Höhe oder. Danke, Freundin. Ja, aber man will die Konkurrenz ja irgendwie ausschalten. Boah. Oh mein Gott. Ey, Männerfüße, wirklich. Warum mache ich das überhaupt? Das wäre die größte Genugtuung, wieder safe zu sein. Warum macht er das nicht selber? Die boshaften Gesichter von dem einen oder anderen in der Villa zu begutachten, wenn dann verkündet wird, Gloria und Nico sind safe. Nach Spiel und Satz wünscht sich hier jeder den Sieg. Leider gibt's nur einen. Wir müssen gewinnen. Müssen, müssen, müssen. Jetzt bin ich gespannt, Willkommen Alter. Beim Spiel. Let's go. Eure Aufgabe ist es, am Buchstaben zu gelangen und daraus ein Lösungswort zu bilden. Es braucht kübelweißes Nasses, um behend ins Fass zu fassen. Hat man die Buchstaben freigelegt und ins Brettchen eingepflegt, geht's nur noch um das Lösungswort. Das schiebt man nach mit diesem Wort. Das Ex-Paar, das am schlechtesten abschneidet, verliert das Spiel und muss die Villa verlassen. Ach krass, muss direkt die Villa verlassen. Das Schlechteste sieht raus. Das heißt, wir müssen uns jetzt richtig anstrengen. Krass. Oha. Oha. Okay, wir sind richtig gepickt. Ja, wir müssen es machen. Ja. Die wird richtig sauer wieder. Fuck my life. Es geht jetzt um alles oder nichts.
Und wir wollten nicht als Loser dastehen. Fuck. Wir sind hier, um zu gewinnen. Wir wollen prominent getrennt gewinnen. Ich das auch. Problem, ich will es auch gewinnen inzwischen. Ich glaube, da sein. Ja. Ich bin Fitnesstrainer. Das bedeutet, wenn ich die Anweisungen gebe auf die Bühne, sage ich immer links und das ist bei mir die rechte Seite. Der ist dumm. Dann sagst du gar nichts und ich mach das. Dumm, Alter. Ich denk doch nicht doppelt, Alter. Du regst mich jetzt schon auf, ich schwör's dir. Dann mach rede ich. Ich rede. Dann machst du dir die Arbeit und ich mach den Kopf. Es geht sonst voll in die Hose, ich schwör's dir. Los! Jetzt. Spring nicht zu sehr. Ja, ja, ich mach schon. Oh nee, ey. Nee. Scheiße. Weiter rein, weiter rein. Geh weg, komm auf. Da sind Löcher drin in den Eimern. Nimm beide mit. Nimm beide mit. Ich hatte heute so Beinschmerzen. Komm, du schaffst es, nimm beide. Was bringen diese Dinger? Ich hab's noch nicht gecheckt, was diese Dinger bringen sollen. Hast du? Warte. Hier sind sie. Wir haben uns die Knochenfinger auch richtig gelohnt bei den Gittern. Ich hab so reingegriffen. Ja, guck mal seine Wurstfinger dagegen an. Die wären niemals durchs Gitter gekommen. Ich habe auch zwei rausgeholt. Hey. Hilfe. Ich hab ein PR. Gut? Ja. Hi. Ja, hau rein. Was? Ja. Komm, lass dich einstellen. Okay. Okay, PR. Wie geht's auf? So. Heute. So, er auch Brain heute. Ausnahmsweise. Paartherapie. Das ist, was wir brauchen, okay? Paartherapie. Komm. Sie, ich brauch ein P zuerst. P, wo ist das P? Okay, los. Hast du ein P? Warte. Gegen den Uhrzeigersinn kurz. Ja, genau. Stopp. Weiter, was jetzt? Okay, warte, ich hab das A. Ich hab jetzt P und A. Okay, dann jetzt noch ein A. Noch ein A. Okay, warte. Ja, schieb durch. Ja, in den Uhrzeigersinn. Achtung. Ja. Okay, warte. Hier nach rechts schieben. Hier. Ja. Na, du hast mich schon verkeilt. Ich check's jetzt erst, ne? Ich bin die ganze Zeit so ruhig, weil ich selber erstmal ein Spiel checken muss. Die müssen das dann so hin und her schieben, damit das Wort dann da wirklich steht. Junge, sau kompliziert. Das ist richtig kompliziert. Ich bin selber gerade überfordert mit der ganzen Situation. Ra. Ra. Ja, ich liebe so Buchstabenrätsel und so Sachen. Das war genau mein Spiel. Nee, gar nicht. Was hast du da jetzt liegen? Buchstabier mal was. P-A-A habe ich liegen. Was? P-A-A-Pa. P-A-A-R. Ja, P-A. Und dann E-R-A-P-I-E. Ja, genau. Therapie kommt du musst jetzt Paar legen. Paar. Hab ich. Da muss ich jetzt ein E daneben. Therapie. Du musst jetzt Therapie machen. Warte, ich muss E finden. Hier ist E. Du musst jetzt weitermachen. Ich habe jetzt Paar, T, jetzt weiter. Hey, mach's wieder zurück. Das ist E. Paar, T, R. Jetzt muss da ein R hin. Das ist E. Ja, ein R neben dem E. Hier ist R. R. Ja. Oh, Nico. Ich brauch ein A. Ja, die kommt jetzt. Komm. Genau, schieb im Kreis. Die kommt zu dir. Schieb mir das A zu. Ich schiebe sie dir. Lief alles so wie Butter. Wie als hättest du ein Stück Butter, einfach nur mit 50 Grad Sonne auf den Asphalt. Und es fliegt, weißt du? Ja. Aua! Komm weiter, scheiß drauf, mach weiter. Zweimal noch schieben, dann habe ich das Haar. Ja gut, aua, pass bitte kurz auf. Sandra, komm, scheiß drauf aufs Weh. Wichtig ist, dass der Buchstabe reinkommt. Kannst du es mal ein bisschen netter sagen? Ich hab das doch nicht gesagt. Was kommt nach dem P? Das weißt du doch. Yeah. A-P-I-E. Ich hab jetzt ganz unten ab als letztes I-P. I-E. Ach, I-E. Gott, ist das so schwer? Nein, ich hab's nicht. Warte. Was geht nach R? P, oder? Nein, jetzt machst du den letzten Buchstaben, meine Fresse, Alter! Was geht nach R? Genau, ich sag's dann! Was geht nach R? Nichts R! Sie macht mir Angst, ne? Und immer, wenn sie sauer ist, macht sie immer so. So mit den Kindern. So. Okay, Nicola, hör mal zu. Ganz zuhören.
Du hast einen Zipfel, da ist ein, da ist noch der Kreis. Auf der anderen Seite sehe ich sie nicht, aber hinten waren es Hilly so. Du sollst jetzt nicht das hier machen, du sollst den Zipfel machen, nicht das in der Mitte. Was? Okay, was soll ich machen? Du sollst so legen, dass am Ende Pi deine drei was? Letzten... Was? Was für Pi? Was, was? Ey, du checkst es nicht. So legen, dass von Paartherapie das P-I-E deine letzten drei Buchstaben in der Reihe sind. Und dann reich mir erst das I durch. Komm, weiter. Weiter, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Okay, stopp. I, dann kommt das E, ne? Ja, das E ist hier. Noch hier weiter schieben, warte, warte. Ach du Scheiße, Partei oder was? I, E habe ich, dann P, ne? P. Wir schaffen das, wir sind richtig gut. Mm. Ja. Okay, P eingelocht. Okay, jetzt brauchst du nur das A und ich brauche hier nur noch ein R. Ich brauche hier aber auch ein R. Warte, schieb mal hier vor. Bei mir ist es jetzt fertig. Beeil dich bitte. Carina, jetzt ganz logisch. Fasse nichts an, bitte leg dein scheiß Wort zusammen. Therapie. Ja, aber pass, ich bin gerade durcheinander. Hier ist jetzt ein E, dann kommt ein R. Was kommt dann? Therapie. Ist das so schwer, das Wort? Schreist du mich jetzt gerade an? Ja, weil ich sie zum Fall. Aber bevor du noch drei streitest, sag mir noch nach dem E und dann kommt das R und dann... A, P, I, E. A, P, I, E. A, P, I, E. Das lag voll falsch vorne bei dir. Ah, ich brauche ein A. Ja, dann haben wir es doch jetzt. Okay. Jetzt brauche ich eine R und eine A. Weil ich bin gespannt, wer das Ding auf jeden Fall macht. Es ist auf jeden Fall komisch anzugucken. Also ich komme voll die ganze Zeit komplett durcheinander bei diesem Spiel. R habe ich. Warte, ich will auch eine A. Therapie. Ich habe sie! Stopp, stopp, hier ist was falsch. Was denn? Das E muss am Ende, nicht das I. E muss Therapie am Ende. Therapie ist am Ende mit I und nicht mit E. Therapie ist, ist am, Ende. Ja, deswegen ist das I auch als letztes bei Therapie. Hä, was? Nein, Bobby, stopp, stopp, am Ende. Therapie ist IE. IE. Paartherapie, fertig! Ja! Wo bist du? Also ich sehe uns schon im Halbfinale auf jeden Fall. Alter, ich bin gespannt, wer das Ding auf jeden Fall gemacht hat, weil alle haben sich ein bisschen doof angestellt, ne? Hab ich A. Paartherapie haben wir? Ja! 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 Bin ich jetzt so blöd? Ja! Scheiße, die sind, glaube ich, am schlechtesten, ne? A, P, A, P, I. A, P, I. Ich hab das I und E vertauscht. Oh ja, natürlich. Sorry. Regel ich. Kannst du noch mal hier schieben? Nein. Gar nicht mehr? Warte, ich so wär's jetzt richtig. Einmal kurz zu dir. Hast du Therapie? Ja. Haben wir. T, H. Carina, ich hab's hier hinten. Oh Gott. Kackst du mich gerade an? Oh mein Gott, das ist doch mal ein Wort. R-A-P-E. R-A-P. Alter. R. Hä? Ah. Nein, ich hab das falsch eh! Sorry, mein Fehler! Ah! Ey, beruhig dich! Doch jetzt. Die Ey. Fliegen raus, ne? Bisschen hoch, ich brauch Platz! Ach, die sind auch noch geht drin! Nicht hoch. Ich muss, sonst geht ich nicht muss weiter! Hier rein. Okay, reicht, reicht, okay! Therapie! Ja, Mann! Gut so, Bobby. Gut so. Warte, warte, warte noch! Ja. Jetzt, stopp's! Fertig! Nein, nicht fertig. Krass. Jetzt! Fertig! Oh, ja, ist egal. Alter. Katastrophe. Ich glaube, ich habe mir die Hand geprellt, als ich da drauf. Scheiße, die sind, glaube ich, raus, ne? Die fliegen raus. Immer noch erschöpft, ne? Immer noch aus der Puste. Ja, aber vor allem wie aus der Puste? Wie war bei euch? Gut. Ja? Ja. Das war auch gut. Alles auch gut. Gut. Auch alle Daumen hoch? Ja. Ja. Boah, ich finde, heute ist so ein Tag, da lässt sich kein einziger auch nur annähernd in die Karten gucken. Aber Hirnspinksen wird doch wohl erlaubt sein, oder? Ich glaube, dass das Paar, das es nicht geschafft hat, sind Gustav und Carina. Ja, glaube ich auch, liebe Freunde, um ehrlich zu sein. Aber wir gehen auch direkt davor, weil ich will gar nicht diese viele dazwischen drin, den ganzen Beef, den die da haben. Die sollen direkt vorlesen. Das Lösungswort Paartherapie bilden. K
Carina und Gustav und Kate und Jakob, von allen Ex-Paaren habt ihr dafür am längsten gebraucht. Scheiße. Ja, wäre scheiße, wenn man jetzt nach Hause fährt. Ja, wäre es asozial. Wir haben echt gekämpft. Kann auch sein, es wurde extra so geschnitten, aber Kate und Jakob sind am Ende die sind. Carina und Gustav, ihr habt 22 Minuten 12 Sekunden benötigt. Kate und Jakob, ihr habt 30 Minuten und 5 Sekunden gebraucht. Geil, Alter. Kate und Jakob, ihr müsst die Villa verlassen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht eingeschätzt, dass wir den letzten Platz machen. Ich halt 30 Minuten, wenn Carina und Gustav 22 Minuten. Das ist halt das Ding mit dem Schnitt, ne? Es wurde jetzt beim Schnitt halt so gezeigt, als hätten die so übertrieben lang gebraucht. Haben sie aber nicht. Jahrelang Profisport betrieben habe. Das habe ich irgendwie auch nicht so richtig verstanden. Aber ja. Wir sind noch dabei. Wir sind länger als Kate und Jakob bei Prominent getrennt. So die am, sag ich mal, so bekanntesten, so sind, die fliegen eh immer vorm Finale raus. Aber Finale ist immer für Underdogs. Ich bin halt, ja, ist echt immer so. Doch das sollte die Platzverwiesenen nicht länger scheren. Vollprofi, Amateur und Spielerfrau verlassen das Feld als Sieger der eigenen Herzen. Etwaige Abschiedsschmerzen der Restbelegschaft sind auch bei bestem Wille nicht festzustellen. Geh mal ein bisschen zurück, ich sehe gar nichts. Ja, gut, jetzt dann geht auch hin. Soll ich hier? Ja, lehn dich noch weiter nach vorne. Ja, ich kann sitzen, wie ich will. Ja, ich möchte halt auch. Alter, was ist los mit dir? Halt's Maul. Die streiten sich wegen Sitzposition. Das ist auch eine Sache, die man erstmal schaffen muss, sich mit seinem Partner zu streiten, weil man zu weit vorne oder zu weit hinten sitzt, liebe Freunde. Gebt euch das mal. Denkt mal logisch drüber nach. Habt ihr schon mal drüber gestritten, weil euer Partner zu weit vorne oder zu weit hinten saß? Endlich weg hier von diesem Alter. Aber ganz kurz mal, ja. ihr ja. vier. Wie cool ist es, dass wir vier wirklich noch sind? Das ist ja so geil. Wir haben doch gesagt, wir löschen sie aus. Wir denken, glaube ich, alle, dass das war einfach nur am Ersten. Wer hat die nassen Socken bei mir in meine Schuhe gesteckt? Stimmt, Gloria. Jetzt aus dem Stegreif der Einzige, der mir da einfallen würde. Das alte Dive-Vibe, ey. Das war schon... Giuliano? Hey, wir sehen uns. Pass auf dich auf. Eine Sache muss ich noch ganz kurz holen. Moment. Ja. Ich muss eine Sache noch machen. Jakob, komm mal her. Ja. Eine Ehre für mich, ja. Wir holen uns das, ja. Oh. Okay, mach's gut. Noch ein Vertrag durch. Das ist doch wieder süß. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Gleich die Dinger raus. Plupp! Ja, wir gehen hier als Ex-Paar raus. Und alles Weitere, bin ich ehrlich, müssen wir viel miteinander reden. So, siehst du, jetzt haben wir es geschafft. Ja, reicht, ne? Mal gucken, wie es weitergeht. Wie lange brauchst du noch? 10 Minuten. 10? Ja. Wegen? Was machst du jetzt noch 10 Minuten? Hallo? Ich sag, mich nur jetzt die machen, oder? Ja, mach doch jetzt fertig. Ja, ich hab jetzt noch Fakt. Mach doch jetzt mal fertig. Jetzt ist ja ein Fakt, Alter. Die kacken sich an wegen jeder Kleinigkeit, ne? Ich bin so müde. So. Oh! Jetzt kommst du her. Was? Telefon. Und dann? Ach so, Mann. Ja, aber woher? Motz nicht. Nein, woher warst du so scheiße zu mir? Du motzt. Nein, aber woher warst du so scheiße zu mir? Bist du ready? Für was? Für morgen. Ja. Oh nein. Zu eng. Ich will keine Luft. Leg dich jetzt hin, wir wollen schlafen. Carina, mach die Tür zu. Ich muss mich abschminken, aber ich kann nicht zuhören, wenn andere Sex haben oder wem. Echt jetzt? Ich schlafe doch.
hast du gerade gefurzt? Nein. Was war es dann? Bewegung vom Bett. Nein, es hat gepupst, ihr doch gehört. Entspann dich. Alter Schwede. Ja, sie hat Oja gesagt. Ja, die Riede. Das war der Gerüchte. Nein. Die Riede. Das war ein. Sie hat auch gerade irgendwas gesagt, dann sie so, oh ja. Nein. Du bist ein Laberkopf. Ach, ich bin nochmal ein Haufen. Ehrlich, Alter. Ich brauch schon wieder Öl hier bei mir. Wirklich, ey. Neue Challenge, neues Glück. Mit Wasser. Ach du Heilige. Ich will nicht schwimmen. Willkommen beim Spiel Döspaddel. Eure Aufgabe ist es, verschiedene Puzzleteile einzusammeln und diese an Land zusammenzusetzen. Für die Fortbewegung auf dem See werden die Männer in Flöße verwandelt. Das Ex-Paar, das bei dieser Aufgabe am schlechtesten abschneidet, verliert das Spiel und muss die Villa verlassen. Viel Erfolg. Also wir wickeln Männer in diese Folie ein und die sind unser Boot. Wie, Männer in Flöße? Hä, aber die müssen doch irgendwie schwimmen. Ach, die Luftfolie, Carina. Das ist ein Scherz, da kriegst du doch Panik. Nein, du musst mir die drum wickeln, dann lege ich mich ins Wasser und du setzt dich oben drauf. Also, gut, dass du nicht so schwer bist. Ja, ihr seid das Boot. Ich glaube, zum ersten Mal war es ein Vorteil, dass ich klein und zierlich bin. Das ist ja auch richtig scheiße. Wie viel wiegst du? 69 Kilo. Mein Leben. Also meinst du, es ist sinnvoll, dass du dich auf meinen Bauch legst? Ich hab, also allein wegen Größe und Gewicht ein sehr schlechtes Gefühl bei Gloria und Marco oder wie der heißt. Mit dem Kopf nach oben? Ja klar, sonst ersäufst du ja. Was mit Disqualifikation geahndet werden würde. Wichtig ist auch, das Paddel muss ganz drinnen sein, also nur bis zur Hälfte. Okay. Du machst dann gleich deine Arme einfach direkt hoch, okay? Ich wie hoch? Hoch. Ist es? So. So. Ja. Okay, ganz ruhig. Das ist aufregend, ne? Wir schaffen das, ja. Okay? Okay. Ich bin auch gespannt, Digga. Das ist eine coole Challenge. Let's go, Digga. Let's go, let's go, let's go. Gib ihn alles. Wickel dich um dich rum. Wickel dich schon mal um dich rum. Wickel um dich rum. Noch ein bisschen. Rote hoch. Okay. Noch enger, enger, enger. Reden mal ein bisschen. Das ist schlau andere mit Richtung. Nur einem Bein und dann andere das andere Richtung. Bein. Drehen, andere. Stopp, bleib stehen. Meine Fresse, wenn ich sag andere Richtung. Okay. Immer die Frau alles das machen lassen. Ich muss, Gloria, bitte. Richtige Pascha. Schon kein Pascha. Mehr Bauch. Du musst dich auf meinen Bauch hinsetzen, nicht auf meine Arme, du Trottel. Aber auf die Brust auch. Auf Bauch. Bauch. Mach nur Bauch und Beine. Erstmal. Bauch und Beine. Hör einfach zu. Ich weiß nicht, ob wir das richtig machen. Steck mal das Bein durch. Was? Nein, ich bin gespannt. Weil das ist so, ich sag euch, wie es ist, beim Einwickeln würde ich mir richtig Zeit lassen, damit es wirklich perfekt, perfekt, perfekt wird. Dann kommt man, glaube ich, bei der Challenge selber besser voran. Weil wer jetzt schludert, der schießt sich ins eigene Knie. Brauchen wir nicht. Noch ein bisschen, einmal rum. Brauchen wir nicht. Einmal rum. Nee, hör mir einfach nur zu. Komm. Nein, doch, Fabio. Ich will es nicht. Nein, wir brauchen das. Wir brauchen das. Das ist doch scheiße. Ich habe mich gefühlt, wie als wäre ich ein Ninja. Reiß ab ins Wasser. Oh. Okay, warte. Es stinkt so. Warte. Es stinkt und es ist arschkalt. Der geht doch unter, oder nicht? Und ich glaube, es spornt auch nochmal an, wenn man sieht, dass ich bin gespannt. Ich bin jetzt sehr gespannt. Okay, warte. Warte, ich muss mich setzen. Okay. Oh, das ist kalt. Ich kann das nicht mit dem Paddel. Okay. Ich kann das nicht mit dem Paddel. Die liegt schon. Okay, warte. Bringt das was? Wohin muss ich? Schnell aus! Okay, los. Dreh dich auf den Rücken. Die zwei werden witzig. Das wird witzig jetzt. Das war eher so eine fette Raupe auf einer anderen fetten Raupe und dann irgendwie versucht zu überleben. Unten auch! Unten! Lauf nach links, Fabio!
Junge, wer überlegt sich diese Spiele aber? Das ist so eine geile Idee. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen nach vorne hier kommen. Gucken wir mal. Das passt doch nicht, das sehe ich doch. So passt es nicht. Gloria, denk mal einmal. Noch einmal. Noch einmal. Die kommen auch. Siehst du? Das passt jetzt irgendwie, glaub es mir. Ja, hättest du Lust auf mich. Fahr doch, fahr doch! Was für Fahrräder? Die? Fertig. Und damit man nicht die Gloria guckt jetzt einfach ab, ne? Von den besten Lernen. Habe ich kurz rüber gespickt und hab's dann nachgepuzzelt. So schlau auf jeden Fall. Wir haben es auch. Wir haben es. Ja, zieh mich. Scheiß doch auf den, lass den doch einfach liegen. Komm! Lass den doch einfach liegen. Also, spannendes Duell zwischen Malisa und Fabio und. Zieh mich hin! Und Ballermann und Rallermann, Alter. Alter! Zieh! Gut. Warum zieht sie ihn denn? Jetzt kommt Puzzle! Puzzle! Halt einfach deine Fresse! Schau nichts, wie die es gemacht haben! Puzzle! Puzzle, bitte! Schau einfach links! Hey, hier! Das kommt hier oben, da kommt er oben! Ines, Puzzle, bitte, komm, du kannst es! Junge, du kannst deinen falschen Arsch auch hochbewegen! Boah, die macht's echt langsam dafür, dass die fertig werden will. Es ist richtig, wir haben's! Wir haben's, das ist kaputt gebrochen! So! Fertig, sag fertig! Hit die Fahne! Hit die Fahne, hit die Fahne! Oh, das ging echt um Millisekunden, ne? Digga, das war schon wieder spannend. Warum macht denn dieses Format so Spaß anzugucken, Alter? Diese Spiele machen mir richtig Spaß anzugucken. Ich hab gepaddelt wie ein Bastard. Wir sind zum Land gekommen. Wir haben so viel gemacht. 5-mal hin und her, hin und her, hin und her. Ich konnte nicht mehr. Ich hab so viel Wasser gesoffen. Wegen einer Fahne. Wegen dieser Fahne. Das war so knapp. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin ultra enttäuscht. Da ich ein stolzer Italiener bin, bin ich so. Ich bin der stolze Italiener und ich kann dir sagen, ich bin sehr enttäuscht. Und mein Ego kratzt aber richtig. Mein Kopf war die ganze Zeit unter Wasser. Ich habe so viel Wasser geschluckt. Ich weiß. Mir geht's gar nicht gut. Ich bin nirgendwo hin, mir ist so schlecht. Ich konnte auch nicht mehr aufstehen am Schluss. Ich konnte einfach nicht mehr aufstehen. Ich habe 115 Kilo an Land gezogen. Die sind so süß. Die sind so cringe, aber so süß. Warum hat sie ihn überhaupt an Land gezogen, Digga? Zieh ihn doch einfach so weit, dass er halt da halb im Wasser liegen kann und rennen und nimm dir den Vorteil, dass ihr das Puzzle fertig kriegt. Weil sie ihn bis dahin gezogen hat, war es überhaupt erstmal so knapp. Das müsst ihr euch auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es wurde so knapp, weil sie ihn so weit gezogen hat. Das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich an der ganzen Situation nicht. Alter, ich weiß, ich kann nicht Aber sie sind weiter, ne? Sie haben sich gesaved. Ja, Nico kriegt das. Nein! Der ist doch stark. Danke, Nico. Die Zeitchen hat mich. So habe ich Fabio lange nicht mehr angezogen gesehen. Nicht verändert? Doch. Nein. Positiv. Wie? Nein. Doch. Ich bin immer noch ich. Nein, aber die Zeit hat sich positiv verändert. Fabio hat vorher mir nie Komplimente gemacht. Der hat mir hier das erste Mal so richtig Komplimente gemacht. Ja. Wo du gemerkt hast, dass du dich so einzig zeigst. Und auch wo wir uns gestritten haben. Du hast dich bei. Du hast. Wie süß. Wisst ihr, was ich nicht wusste? Weil ich jetzt. Ich gucke das erste Mal Prominent getrennt an. Und ich wusste nicht, dass es so eine Sendung ist, die so natürlich dafür sorgt, dass die Paare sich gegenseitig ankaffen und diese Differenzen da sind. Andererseits ist es aber auch eine Sendung, wo die so ein bisschen die Paare damit konfrontieren, als Team wieder zusammenzuarbeiten, wieder an sich allgemein zu arbeiten mit dieser Zweisamkeitszeit, die sie da verbringen, mäßig auf Dates gehen und so. Ich find's schon süß, der Gedanke. Ich bin noch ein bisschen Gentleman, alles gut. Ach so, jetzt ja! Jetzt noch einmal! So, eine Leiche.
Da gehen sie dahin als vierter Platz, liebe Freunde. Jetzt gibt es nur noch drei Pärchen. Ich bin sehr traurig, ich bin sehr traurig. Drei Pärchen, das war's. Enes, ich wollte dir ganz kurz sagen, dass ich richtig stolz auf dich bin und dass du es richtig gut gemacht hast. Dass es mir leid getan hat, wenn ich manchmal geschrien habe. Du hast nicht manchmal geschrien. Kein anderer ist gepaddelt. Ja, aber deswegen werde ich jetzt auch noch mal was sagen. Nee, da musst du nicht sagen. Das hat auch nichts mit Fairness zu tun. Hä, weil ich habe. Nein, hat auch nichts mit Fairness zu tun. Stell das nicht so hin, als wärst du. Okay, aber du bist diejenige. Nein, stell dich auch, lass mich ausreden. Stell dich auch nicht so hin, als wärst du das Opfer. Weil ich habe in der ersten Runde gesagt, keiner paddelt. Du bist diejenige, die sich immer an alle Regeln halten will. Jetzt nee, das auf einmal hat nichts willst du mit Regeln zu tun. Willst du mich verarschen? Nein, Giuliano, du bist jetzt mal leise und lässt mich ausreden. Weil ich habe da draußen alles gemacht. Und ich nicht. Ich, nein, du hast nichts gemacht. Du lagst da wie ein Stück Fleisch. Und dann schreibst du mich an, ich soll paddeln. Ich sag dir die ganze Zeit, kein anderer paddelt, du musst mir mithelfen. Und du machst es einfach nicht, brauchst dich jetzt nicht hier hinsetzen. Ich konnte nicht, weil du falsch gewickelt hast. Du bist so ein Esel, ganz ehrlich. Ja, du merkst gar nichts. Ich komm. Mann, jetzt gibt's auch noch Beef zum Ende hin. Oh Mann. Eben zu dir und entschuldige mich, dass ich mich angeschrien habe. Nee, du stehst da einfach nur und zeigst kein bisschen Reue und sagst, stellst dich hier hin und sagst, du stellst dich hier hin und sagst einfach nur so, ja, wegen mir haben wir gewonnen, nur ich habe alles gemacht. Im Endeffekt war's so. Richtig schwache Aktion. Ja. Richtig schwache Aktion. Ja, Streit unter Paaren halt, ne? Kennt man halt, kennt man halt auch, ne? Können wir. Neue Runde, neues Glück, liebe Freunde. Nächste Folge, Folge 10, ist wahrscheinlich sogar schon die letzte Folge. Wahrscheinlich die Folge, in der wieder zwei Paare rausfliegen, also eine finale Folge. Gehe ich jetzt mal einfach von aus. Wir werden es sehen. Schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Würde mich richtig freuen. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr richtig. Und wir sehen uns morgen wieder, 14 Uhr beim neuen Video. Denn hier kommt jeden Tag ein neues Video. Checkt die Links in der Videobeschreibung. Hört meine Musik, die hört ihr auch jetzt in der Endcard. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ich hab keinen Kopf für uns beide, zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein.